Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch in Bankorei und es geht um eine Unterredung. Und zwar soll ich mit der Gabrielle von der Magiergilde sprechen und mit Darien, unseren alten Bekannten, wobei beide alte Bekannte mittlerweile sind. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zu Darien, weil ich da gerade hinschaue. Aha, ich dachte, dieser Auftrag wäre leicht verdientes Geld. Bis die Königin sagte, dass ihr dabei sein würdet. Jetzt weiß ich, dass ich mit echten Bedrohungen rechnen muss. Aber die sollen ruhig kommen. Falls der Plan tatsächlich schiefläuft, heißt das nur, dass wir hinterher eine Gefahrenzulage bekommen. Wie genau sieht der Plan aus? Wir müssen lediglich bei der Königin bleiben. Falls der Magus-General einen rituellen Gesang anstimmen will, zielen wir sofort auf den Hals. Falls es wirklich wie im Reich des Vergessens zugehen sollte, schirmen wir die Königin so lange ab, bis Gabrielle uns alle dort herausholen kann. Ich verstehe. So viel kann ich euch sagen. Bei allem gebotenen Respekt für die königliche Leibwache. Aber Königin Arcela könnte nirgends sicherer sein als unter meiner Obhut. Ich passe immer gut auf schöne Damen auf. Königinnen inbegriffen. Mhm. Wie ist es euch denn ansonsten ergangen? Ich hatte meine Höhen und Tiefen. Ihr wisst, wie es ist. Das Leben war zwar kein quälender Marsch durch einen giftigen Sumpf, aber auch keine bereits bezahlte endlose Nacht in einem Bordell. Hauptsache ist, dass ich noch über der Erde weile. Also mit anderen Worten nicht so gut. Seid ihr überrascht, mich zu sehen? Es klingt ganz so, als hätte ich schon ein paar interessante Erlebnisse verpasst. Eine Rabenfette, die über Krähen gebietet, das möchte ich sehen. Diese Angelegenheit hat ebenfalls Potenzial. Natürlich kommen wir erst ins Spiel, falls es Probleme gibt. Hoffen wir mal, dass dem nicht so sein wird. Wie sieht unsere Rolle dabei aus? Wir gehen oberhalb des Verhandlungsorts in Stellung. Falls die Kaiserlichen irgendwelche Dummheiten versuchen, sorgen wir dafür, dass sie es bereuen. Wir drei können Zauber wirken, die Feuer, Eis und Blitze regnen lassen. Wir haben alles in unserem Arsenal. Ihr müsst uns nur sagen, worauf wir die Zauber richten sollen. In Ordnung, das kann ich übernehmen. Das will ich hoffen, weil wir uns nämlich so aufteilen werden, dass jeder ein anderes Gebiet abdeckt. Falls jemand kommt, geben wir Bescheid. Aber wir werden darauf warten, dass ihr uns sagt, wohin wir unsere Zauber lenken sollen. Klingt nach einem guten Plan. Gebt mir Bescheid, sobald ihr bereit seid, zum Verhandlungsort zu gehen. Und dann öffne ich ein Portal. Wollen wir hoffen, dass das Öffnen von Portalen die einzige Magie bleibt, die wir heute brauchen. Ach, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich bin jetzt zum sofortigen Aufbruch bereit. Hervorragend. Ich werde ein Portal für die Königin und die Mitglieder der Kriegergilde öffnen, das direkt zum Verhandlungsort führt. Und ein weiteres, das uns in eine Position oberhalb von ihm bringt. Ich glaube, wir sollten wohl zuerst losgehen. Tja, welches Portal war nochmal welches? Oh, jetzt fällt es mir wieder ein. Los geht's! Ich werde durch das Portal gehen, sobald ihr es öffnet. Gebt mir einen Augenblick Zeit. Es braucht eine Menge Energie, ein Portal über diese Entfernung zu öffnen. Das sollte reichen. Tretet hindurch, wenn ihr bereit seid. Wir sind direkt hinter euch. So, bezieht die strategisch günstige Gut. Position. Sieht aus, als wären alle am richtigen Ort gelandet. Dann mal alle in Position. Ich suche noch, aber ich sehe zumindest den Pfeil. Sehr schön. Kann noch direkt was mitnehmen. Die Königin sollte jeden Moment hier sein. Zumindest hoffe ich das. Verteilen! Positionen einnehmen! Das gefällt mir nicht. Wo ist der Magus-General? Sie tarnen gar nicht ähnlich, sich zu verspäten. Ungeduld geziemt einer starken Herrscherin nicht, eure Hoheit. Wenn ihr Königin seid, könnt ihr ja gerne ein besseres Vorbild sein, Magus-General. Das ist eine Ehre, die ich nicht anstrebe. Was ich jedoch anstrebe, ist die bedingungslose Kapitulation von immerfort. Ihr seid den weiten Weg gekommen, nur um absurde Forderungen zu stellen? Das überrascht mich. Wohl kaum absurd, Arcela. Ich habe es beim Herzog auf die freundliche Art probiert, aber das habt ihr ja vermasselt. Ich mache euch ein letztes Angebot. Ergebt euch oder sterbt. Eure Drohungen beeindrucken niemanden, Septima. Zwischen uns steht noch immer die Garnison von Bankorei. Und die fällt nicht so einfach.
Oder habt ihr das in eurem Geschichtsunterricht verpasst? Jene, die sich in den Schatten der Vergangenheit verstecken, werden unter ihren Trümmern begraben, wenn sie einstürzt. Die Bankorei-Garnison ist bereits gefallen. Meine Legionäre besetzen jetzt gerade ihre Wehrmauern. Ist das wieder eine eurer Lügen? Egal. Es ist offensichtlich, dass ihr einen Krieg wollt. Und wenn ihr ihn unbedingt wollt, dann sollt ihr ihn auch haben. Was zum... Sie ist nicht einmal hier. Das ist eine Illusion. Ha! Vergesst nicht, dass ihr als Erste zugeschlagen habt, Arzela. Siebte Legion. Angriff! Ein Überfall! Verteidigt die Königin um jeden Preis! Verkokelte Feuersalze! Kein Zweifel! Sie kommen! Denkt daran, wir zählen darauf, dass ihr unsere Zauber lenkt. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr versehentlich auf Verbündete zielt. Wir werden die Königin schon nicht einäschern, versprochen. Alle hergehört, meldet Feinde, wenn ihr sie seht. Das ist ja geil. Wir werden sie schon nicht aus Versehen einäschern. Kommt noch jemand? Also ich drücke jetzt nur X. Also da hinten soll anscheinend auch jemand sein. Da sind noch welche. Die Frage ist, soll ich jetzt hier oben bleiben? Okay, ich kann anscheinend von hier oben auch schießen. Ich nehme mal die andere. Ist da noch einer? Ich hab doch gerade einen. Kaiserliche kommen aus dieser Tür im Süden. Das ist aber Norden. Das ist doof. Ich will mit darunter. Nur was passiert, wenn ich jetzt darunter springe? Das ist jetzt die große Frage. Komm, hier. Na, da ist noch einer, komm. Zwei noch. Einer noch. Jetzt mach. Ich finde, dass es toll aussieht, dass es beeindrucksvoll aussieht. Aber es muss natürlich auch funktionieren. So, da verstecken sich anscheinend auch welche. Ich weiß nicht, was hier unten ist. Keine Ahnung. Ich sehe da nichts. Ich kann auch X nicht. Mehr aus dem Süden. Auf sie. X drücken kann ich, aber nicht so, dass sie treffen. Ja, dann nimm es doch. Mann. Das war einfach. Das würde ich nicht sagen, Basti. Wir sind ja noch nicht fertig. So kriegen, dann machen wir den. Das geht nicht so einfach wie gedacht. Es kommen immer mehr. Noch eine Gruppe aus dem Süden. Das ist immer noch der Norden. Kommt und holt uns doch! Kommen die auch mal dahin, wo man die sehen kann? Ah, jetzt. Das kann es noch nicht gewesen sein. Wenigstens eine Atempause. Ich werde ein Portal hinunter zur Königin öffnen. Darf ich das auch benutzen? Hallo! Portal!
Meine Magika ist fast aufgebraucht. Ich werde den Rest brauchen, um ein Portal zurück zum Palast zu öffnen. Haltet euch bereit. Könnt ihr nicht schneller zaubern, Gabriel? Die Kaiserlichen können das nämlich. Da öffnen sich noch mehr Portale. Das Portal nach Immerfort. Los, eure Hoheit. Los! Ist sie weg? Gut, dann gehe ich auch durch. Basti, ich wollte gerade mit ihr sprechen. Ich sollte froh sein, dass wir entkommen sind, aber ich bin viel zu wütend, um klar zu denken. Sie haben die Garnison eingenommen? Diese brutalen Schweine. Ich werde auf die Leiche dieses feigen Weibes Septima Tarn spucken. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Sind wir die Einzigen, die entkommen konnten? Sind wir das? Wo sind Darien und Gabriel? Ich dachte, sie wären direkt hinter uns. Verdammt. Ich will nicht, dass sie sich opfern. Zumindest nicht für mich. Sie kommen doch sicher gleich. Ich weiß es wirklich nicht, Eure Majestät. Das hätte besser laufen können. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch ein Portal schaffe. Gut, dass ich mich getäuscht habe. Nun, immerhin haben ein paar von uns überlebt. Die Krähen mögen Immerfort verlassen haben, aber über uns schwebt immer noch eine dunkle Wolke. Da die Bankorei-Garnison eingenommen wurde, gibt es nichts mehr, was die Kaiserlichen am Vormarsch hierher hindern könnte. Doch ich habe mir den Thron nicht zurückgeholt, um mein Königreich untergehen zu sehen. Wir werden einen Weg finden. Ich werde euch helfen, so gut ich nur kann. Ich weiß, dass ihr das tun werdet. Und ich zähle auch darauf. Ohne euch würden über diesen Kastell schon längst kaiserliche Banner wehen. Ihr habt erst das Königreich gerettet und nun auch noch seine Königin. Wenn es eine Person gibt, an die ich glaube, dann seid ihr es. Trotzdem weiß ich nicht, wie wir es allein schaffen sollen. Ja, und wir haben eine zweihändige Axt verziert von dem Set Rohling der 7. Legion erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Zum Glück wird das nicht nötig sein. Emmerich! Ich meine, Eure Hoheit, den Göttern sei Dank. Ich wurde gerade darüber informiert, was in der Bankorei-Garnison geschehen ist. Scheinbar habe ich den Zeitpunkt gut abgepasst. Ihr habt also meiner Cousine Arcela dabei geholfen, das Königreich zusammenzuhalten? Ich habe geholfen, wo ich nur konnte, Eure Majestät. Natürlich. Und ab jetzt werdet ihr etwas Unterstützung dabei haben. Ich habe euch so viele Löwengardisten gebracht, wie ich auftreiben konnte. Wir hatten die Hoffnung, um der guten alten Zeiten willen noch etwas Regmannenblut vergießen zu dürfen. Aber die Kaiserlichen sollen uns reichen. Seid ihr bereit, die Garnison zurückzuerobern? Natürlich. Ich stehe zu euren Diensten. Hervorragend. Ich werde unsere Truppen organisieren und umgehend zum Bankorei-Pass marschieren. Ich habe bereits Späher entsandt, um die Stellungen der Kaiserlichen auszukundschaften. Falls ihr vor mir dort ankommt, dann sucht nach Späherin Nadira. Sobald wir alle dort sind, können wir unseren Plänen den letzten Schliff geben. Ich werde nach Späherin Nadira am Bankorei-Pass suchen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns auch direkt mal auf. hinzugehen, wo ich gar nicht weiß, wo das jetzt genau ist. Das wäre dann hier unten. Das heißt, ich mache mich tatsächlich jetzt erstmal auf und ich werde euch dann gleich wieder hinzuholen. So, wir sind angekommen und irgendwo da vorne ist unser Questgeber. Bei welchen von beiden muss ich abgeben? Leute. Es ist Zeit, mit den Vorbereitungen zu beginnen. Da seid ihr ja. Wenn ihr dachtet, wir würden schon die Wände hinaufklettern, muss ich euch leider enttäuschen. Versteht mich nicht falsch. Wir wollten einen Angriff wagen, aber mit unserer begrenzten Schlagkraft. Ich denke wirklich nicht, dass das besonders klug wäre. Auf welche Stärken bezieht ihr euch? Nun, wollen wir mal sehen. Wir haben diesen Eingang zur Kanalisation hier, von dem die Kaiserlichen nichts zu wissen scheinen, und außerdem... Nun, wir haben da natürlich noch euch.
Ich könnte mir vorstellen, unsere Angriffsstrategie genau darauf aufzubauen. Was sagt ihr dazu? Ihr wollt, dass ich durch die Kanalisation hineingehe? Ja, manche Siege sind eben schmutzig und das gilt diesmal wortwörtlich. Ein Gang in der Kanalisation führt zum Torhaus. Wenn ihr das Haupttor öffnet, kommen wir in die Garnison hinein, ohne die Mauern erklimmen zu müssen. Und die Hälfte unserer Leute dabei zu verlieren. Ich werde hineingehen und das Tor öffnen. Nur damit ihr es wisst. Wir werden uns da draußen nicht ausruhen, während ihr euch durch die Abwässer kämpft. Wir gehen voraus und greifen das Haupttor an. Es wird für eine gute Ablenkung sorgen. Es bedeutet auch, dass wir alle sterben, wenn ihr versagt. Nur damit ihr es wisst. Och dann, da kann ja nichts schief gehen. Werdet ihr den Angriff anführen? Solange die Götter mich nicht erschlagen, bevor der Kampf beginnt. Ich habe lange genug in Thronsälen herumgestanden und darüber schwadroniert, gegen die Kaiserlichen zu kämpfen. Ich vermisse das befriedigende Gefühl, dem Feind mein Schwert zwischen den Platten seiner Rüstung hindurchzuschieben. Wird Königin Azela auch kämpfen? Natürlich. Der Kampf liegt uns im Blut. Meint ihr etwa, unsere Familie wäre zur Königswürde gelangt, indem wir Tee getrunken, höfische Spielchen gespielt und uns bei den richtigen Adligen angebiedert hätten? Nein. Dieser König und diese Königin arbeiten hart. Und in letzter Konsequenz ist es ein blutiges Geschäft. Wie lautet der Plan, sobald wir alle drin sind? Diesen Punkt habe ich beileibe nicht vernachlässigt. Ich habe mir den Aufbau der Garnison natürlich genau angeschaut. Es hängt allerdings alles davon ab, worauf wir da drin stoßen. Ich bin zuversichtlich, dass wir sie auf dem falschen Fuß erwischen werden. Und diesen Vorteil müssen wir auf jeden Fall ausnutzen. Wie ist die Garnison überhaupt an die Kaiserlichen gefallen? Die traurige Wahrheit ist, dass wir uns da nicht sicher sind. Hier waren mehr als 200 Ritter des heiligen Pelin stationiert, aber nur eine Handvoll konnte entkommen. Sie erzählen die unglaublichsten Geschichten. Riesige Dädra, die Mauern erklommen. Tote, die sich aus der Krypta erhoben. Wer weiß, was da dran ist. Tja, vermutlich alles. Hatte Magnus General Septina Tarn etwas damit zu tun? Diese alte Hexe war zweifelsohne die Drahtzieherin. Und tatsächlich hat einer der entkommenen Ritter behauptet, Septima hätte sich als rotwardonischer Flüchtling getarnt in die Garnison geschlichen und dann in der nächsten Nacht das reinste Chaos gestiftet. Wie ich sie kenne, ist das sogar sehr gut möglich. Ihr kennt Septina Tarn? Ja, ich bin ihr einmal begegnet, noch vor dem Seelenbruch. Ich gebe nur ungern zu, dass ich früher tatsächlich für dieses Mädchen schwärmte. Sie war natürlich kalt wie ein Nordwinter. Ich frage mich aber, ob sie immer noch so anziehend ist. Trotzdem glaube ich, dass ihr Kopf sich auf einem Pfahl aufgespießt am besten machen würde. Ja, aber da muss irgendwo hier hinten noch jemand sein. Ich habe nach euch Ausschau gehalten. Es muss wirklich eine Ehre sein, dass der Großkönig eure Ankunft erwartet. König Emmerich dachte, ihr wärt vor ihm hier, aber er hat trotzdem auf euch gewartet. Wie lange ist der König schon hier? Noch nicht sehr lange, aber lange genug, um sich schon einen Angriffsplan zurechtgelegt zu haben. Für diesen Plan muss allerdings irgendwer ein ganz schönes Risiko eingehen. Ich wollte mich freiwillig melden, aber er besteht darauf, dass ihr das übernehmt. Also wünsche ich euch viel Glück, meine Freundin. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal abgeschlossen. Ist jetzt ein bisschen blöd von der Reihenfolge her, aber was soll's. So, was haben wir denn hier? Ratten oder? Natürlich. Wo muss ich denn, wo kann ich denn hoch? Achso, hier. Okay, wo bin ich denn jetzt? Ich bin da. War ja schon halb verwundet. Guten Tag. Hallöchen. Das kriege ich auch noch. Sag mal, geht das noch?
So, ich glaube, beim Rest laufe ich jetzt mal hindurch. Das ist mir hier. Ja, natürlich. Was war denn das jetzt für ein Angriff? Dadurch. Es dauert mir hier nämlich ehrlich gesagt sonst zu lange. Ich muss da, glaube ich, runter. Ne? Verteilen! Nichts verteilen. Oh, Leute. Oh, wer ist das denn jetzt schon wieder? Wieso seid ihr jetzt hier runtergekommen, ihr Idioten? So, kann ich jetzt endlich mal... Hallo? Oh, ist das nervig. Ja, ich drück schon die ganze Zeit eh. So, bitteschön, der Weg ist frei. Für meine Mühen habe ich mir Äpfel verdient. So. Macht weiter! Drängt die Bastarde zurück oder schaltet sie aus! Ich hatte schon vergessen, wie es sich anfühlt. Das Blut schießt in den Kopf. Der Klang und das Wüten des Kampfes. Was soll's, wenn ich ein wenig älter bin? Hier gehöre ich hin. Ich werde diese Garnison zurückerobern oder bei dem Versuch sterben. Ich bin bei euch. Was machen wir jetzt? Ich habe im Laufe meines Lebens so einige Festen eingenommen und reichlich Lehrgeld bezahlt. Wer den Innenhof hält, hält auch die ganze Feste. Also werde ich unsere Kontrolle über diesen Ort hier sichern. Wir sollten aber auch die Kaserne überfallen. Und zwar noch bevor die Kaiserlichen ihre Hosen hochziehen können. Ihr wollt, dass ich die Kaserne angreife? Ja, aber damit meine ich nicht, dass ihr ein paar halbbekleidete Soldaten abschlachten sollt. Um Maras Willen, wir sind doch keine Reikmanen. Nein, ich hoffe, dass einige unserer Ritter dort eingesperrt sind und dass ihr sie befreien könnt. Wir brauchen alle Schwerter, die wir kriegen können. Ich gehe zur Kaserne und befreie alle Gefangenen, die ich finden kann. Sobald wir den Innenhof unter Kontrolle haben, treffen wir euch dort oben. Oh, und falls ihr Septima Tarn oder ihre Befehlshaber seht, dann könnt ihr sie gerne ausschalten. Ich würde die alte Hexe allzu gern selbst erschlagen. Aber ihr scheint dafür besser geeignet zu sein. Wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme, werde ich sie wahrnehmen. So, das heißt, wir müssten da einmal hochreiten, so wie es aussieht. Das heißt, ab durch die Mitte. Bin ich hier noch richtig? Irgendwo links oben? Ah, da. Was war das denn gerade? Gold mag die Wurzel allen übel sein, doch wir alle brauchen Wurzel. Guten Tag. Ich wollte mal eben ein paar Gefangene befreien. Das hat sie so komisch nach einer Schlange angehört. Hallo. Ah. Jetzt aber. Niemand da. Die achten ja toll auf ihre Gefangenen hier. Wieso kann ich den Hebel jetzt nicht ziehen? Hallo? Oh Leute, ganz ehrlich, warum ist das immer so verbuggt? Mensch, Basti, geh doch mal zur Seite. So. Ihr findet Kommandant Atti aus dem Gang hinunter. Er hat uns gefoltert. Er muss bezahlen. Okay. Och nee, hier kann ich auch wieder nicht vernünftig. Ja, ich hole euch sofort da raus, sobald ich das hier vernünftig amüsieren kann. Tut mir einen Gefallen, wenn ihr Kommandant Attius seht. Tötet ihn. Mach ich. Da haben wir alles. So, Moment hier. Nimm an, du bist der Kommandant. Ja, bist du. Sehr schön. So, mal brauche ich nicht, aber ich würde gerne... Kommandant Attius, ich erwarte von euch, dass ihr die Festung um jeden Preis haltet, Kommandant. Ihr könnt und solltet die Gefangenen als Geiseln nutzen, wenn es soweit kommt. Sollte das Undenkbare eintreten, müsst ihr euren Männern den Befehl erteilen, sich über die Brücke in die Gruft zurückzuziehen. Ich habe Kampfmagier Papus erklärt,
wie er die Gaben beschwören kann, die vor so langer Zeit im Pass begraben wurden. Die Garnison wird nicht fallen, dafür wird unser Herr schon sorgen. Ruhm sei Mulak Bal. Septina Tan, Magnus General, Kaiserliche 7. Legion. Okay. Und wir haben noch einen Entwurf gefunden, das ist auch schön. Das können wir nicht mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, das nehmen wir auch noch mal kurz mit, aber geht nicht. Dann gehen wir jetzt wieder raus. Die sehen beschäftigt aus. Emmerich. Wirklich verdammt gut, dass ihr herausgekommen seid. Ich wollte gerade hineinstürzen und euch suchen. Es wäre eure Schuld gewesen, wenn ich gestorben wäre. Hallo? Ihr wollt doch nicht den Tod eines Königs auf dem Gewissen haben, oder? Mit Sicherheit nicht. Bei den Göttern, ich sollte wohl nicht so scherzen. Zumindest nicht in der Nähe von Arcela. Das arme Ding. Wer weiß schon, was diese perversen kaiserlichen Bastarde mit König Eamons Leiche angestellt haben. Er sollte hier beigesetzt werden, als die Garnison fiel. Wo genau sollte er denn beigesetzt werden? In der königlichen Krypta. Alle Herrscher von Bankorei liegen dort begraben, um ewig Wache zu halten und ähnliches. Die Kaiserlichen treiben da drin irgendetwas Grässliches. Sie haben genau dort ihre letzte Verteidigungslinie errichtet. Was immer sie auch tun, ich muss sie aufhalten. Das kann ich übernehmen. Wo ist die königliche Krypta? Im Osten, über die Brücke hinter mir. Sie schicken uns ununterbrochen Rekruten entgegen, damit wir nicht hinüberkommen. Die werden ihnen schon irgendwann ausgehen. Aber wenn ihr auf eurem Weg zur Krypta den Angriff anführen würdet, könnten wir die Brücke jetzt sofort einnehmen. In Ordnung. Über die Brücke und zur Krypta. Auf geht's. Immer geradeaus. Ja, im Endeffekt immer geradeaus. Ich hoffe, ich kann durchreiten. Das geht nämlich schneller. Natürlich kann ich nicht durchreiten, war ja klar. Das ist was. So, betretet die Krypta. Hast du mich jetzt gerade erschreckt, Bastian? Muss das sein? Der Champion des Königs kommt. Sollen wir ein Exempel an dieser Idiotin statuieren? Diese Idiotin ist bereits da und macht euch alle platt. Und läuft in die falsche Richtung. Moment. Hier. Nee. Da. Nervt mich nicht. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. So. Muss nicht hier rum. Gepriesen sei der Herr der Gewalttaten. Gepriesen sei Mulak Bal. Die Garnison gehört uns. Ihr Schwachköpfe werdet schon bald die wahre Macht des Kaiserreichs erleben. Euer Bündnis kann meiner Rache nicht entkommen. Das werdet ihr schon bald sehen. Ja, schieß die bloß nicht an. Ey, wie oft muss ich die anschießen? Hallo? Danke, Basti, dass du irgendwann nach 3 Jahren auch mal kommst. Ich schieß die ganze Zeit auf die, aber die ließ sich irgendwie nicht amüsieren. Keine Ahnung, warum. Gut, wir müssen hier hoch und da raus. Emmerich. Als ihr in die Krypten hinabgestiegen seid, kam dieser ekelhafte, eisige Nebel. Die Erde bebte und diese Dolmen kamen aus dem Boden zu unseren Füßen. Wir haben uns hierher zurückgezogen, um eure Rückkehr abzuwarten. Alles Weitere lässt sich unschwer erkennen. Wie lauten eure Befehle? Ich fürchte, unser Problem, diese riesigen dädrischen Anker, die vom Himmel gefallen sind, fällt eher in euer Metier als in meines. Bei dieser Sache werde ich die Führung wohl besser euch überlassen. Das erscheint mir nicht sehr königlich. Ein weiser Anführer weiß, wie er Pflichten delegiert, pflegte mein Vater immer zu sagen. Er mag im Suff gestorben sein, aber mit Sinnsprüchen kannte dieser Mann sich bestens aus. Super. Was könnte also königlicher sein? Nun gut, ich werde die Anker vernichten. Bankorei gehört mir, Sterbliche. Ihr könnt es nicht beschützen.
Euer König und eure Königin werden bald Sklaven in Kaltan. So, wo sind die anderen Anker? Oder kommt hier noch was? Hallo? Sollten Sie diesen Ort hier in Dunkelheit und Tod binden? Aber die Ketten sind zerbrochen! Die Garnison gehört uns! Eins sage ich euch, dieser Sieg wird in die Geschichtsbücher eingehen. Heute ist der Tag, an dem das Kaiserreich zu bröckeln begann. Ritter des heiligen Pelin, viele unserer Brüder und Schwestern haben hier ihr Leben gelassen. Aber ihr Opfer war nicht umsonst. Seid dankbar und seid stolz. Wir haben die Mistkerle in die Flucht geschlagen. Kommt, Arzela, kommt und erlebt die Freude, seinen Feinden dabei zuzusehen, wie sie aus der Schlacht fliehen. Das war's? Sprecht mit der Königin. Ja, das scheint's gewesen zu sein. Dann gehe ich schon mal rüber. Meine Königin. Ich werde ehrlich mit euch sein. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Garnison zurückerobern können. Ich habe damit gerechnet, hier zu sterben. Ich habe mich sogar darauf gefreut. Aber jetzt ist mein Herz voller Glück. Nicht für mich selbst, sondern für die Bewohner von Immerfort. Sind die Kaiserlichen also besiegt? Nun, der Krieg ist natürlich noch lange nicht vorbei. Aber wir haben eine entscheidende Schlacht gewonnen. Wir haben den Kaiserlichen ganz sicher ein blaues Auge verpasst. Und Immerfort ist sicher. Ich sollte dorthin zurückkehren, aber ich habe das Gefühl, dass Emmerich weiter vorstoßen möchte, um das südliche Bankorei zu befreien. Haltet ihr das für weise? Die Entscheidung, ob das klug ist oder nicht, obliegt nicht mir. Ich kann nur eins sagen. Falls Emmerich weiter vorrücken will, hoffe ich, dass ihr euch ihm anschließt. Es ist offenkundig, dass jede Unternehmung, an der ihr teilnehmt, erfolgreicher verläuft. Und wir erhalten ein verstärktes Schwert vom Set Rohling der 7. Legion und einen Fertigkeitspunkt. Ja, ich schätze, weil er da steht, bedeutet das wohl, dass Emmerich wirklich weiterziehen möchte. Ich würde aber sagen, da die Folge jetzt doch schon etwas länger geworden ist, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.